So Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil zu diesem großen neuen Update, zum Drohnen-Update. Wir gucken uns, nachdem wir uns die Wachtürme alle angeschaut haben und geguckt haben, was Phase ist, jetzt final das Transportzentrum an, was ja die Hauptlocation und das neue permanente Event ist, welches im Spiel hinzugefügt wurde. Man brauchte die Drohne dafür, beziehungsweise braucht auch immer noch die Drohne dafür, um das Transportzentrum überhaupt erst einmal zu öffnen. Und das machen wir heute gemeinsam und ich bin mega gespannt darauf, was uns jetzt hier konkret erwartet, weil das ist ja schon das, worauf wir uns alle hier mit dem Update gefreut haben. So, gucken wir erstmal. Wir müssen hier zum Terminal und dann sehen wir auch immer, wenn die Drohne ausgewählt werden kann, dass der Button da drüben, da, wo der Cursor ist, auftaucht. Das heißt immer, dass man mit der Drohne hier interagieren muss, soll, kann, darf, wie auch immer. Und ja, machen wir das mal. So, die fliegt übers Tor und öffnet uns von der anderen Seite das Tor. Jawohl, da ist es offen und wir können rein. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Was für Gegner, ob es neue Zombies sind. Mal sehen. Wir wagen uns mal rein. Vielleicht, ja, schleichen wir sogar. Wir haben ja auf jeden Fall einen Fauler, okay. Und noch einen. Und so wie es scheint, werden auch mehrere immer mit einem Mal angelockt, selbst wenn wir nicht in dieser Reichweite der Karte sind. Okay. Hier sind Gebäude. Von der anderen Seite verschlossen. Da kommen wir also noch nicht rein. Es ist auf jeden Fall eine interessante Atmosphäre hier. Hier würden wir schon mal reinkommen. Okay. Waffe wechseln. Ich hoffe, dass die Waffen ausreichen. Mensch, ich habe schon extra hier ein paar AKs mitgenommen. Droppen die hier irgendwas Besonderes? Bunkerkarte. Was das angeht, ist es gleich. Werfen wir mal die Drohne hoch, oder? Dass sie uns hier ein bisschen munitionstechnisch unterstützt. Hier sehen wir auch übrigens, dass die Drohne ein Modifikationsmenü genauso wie die Waffen hat. Was dann für die Zukunft noch von Interesse sein wird. Hier haben wir ein paar Police-Zombies und eine kleine Lobby hier offenbar. Noch ein Mampfer und was zum Looten, okay. Na gut, bei dem Automat wird jetzt nicht viel drin sein. Aber ich befürchte, dass wir mehr Waffen hätten mitnehmen sollen. Ja gut, die Drohne, die schaltet sich offenbar nach einiger Zeit von selbst wieder ab. Wie ihr gerade seht, hat die sich automatisch wieder ins Inventar bei mir versetzt. Und fliegt jetzt nicht mehr draußen rum. Zerschmetterer haben wir hier ein paar. Okay, okay, okay. Ah, Säureschmelzer. Verflucht. Den habe ich zu spät zugegeben erkannt. Und wir haben hier Leitern. Das heißt, wir können aufs Dach hoch. Leute, das ist interessant. Eine Schrotflinte, jawohl. Die nehmen wir mit. Wir nehmen auch die Bolzen mal mit, dass wir hier die 20 voll machen. Wir gucken erstmal noch hier hinter. Ah, da kommen wir noch nicht hin. Ich dachte schon, der trifft mich hier. Da haben wir Glück gehabt. Let's go, hoch. Wir sind jetzt sozusagen in der zweiten Etage des Lagergebäudes. Oh, eine Brücke, die wir reparieren müssen. Das sind alles Sachen, die ich habe. Ich guck mal, ob wir das in dem Video vielleicht sogar noch hinbekommen. Dass ich die Sachen zusammenkratze und dann können wir hier die Brücke reparieren. Ich gehe aber erstmal hier weiter. Oh je, mein Wuffi, der sitzt noch da unten und konnte leider nicht mit hoch. Aber hier sind ein paar, ja, hartnäckige Zombies unterwegs, die man hier sieht. Und schon der nächste angerannt. Die Giftwerfer machen ordentlich Schaden, ne? Also da muss man aufpassen, auch egal welche Rüstung man anhat. Die können sehr, sehr zäh werden. Hier liegen noch ein paar Zombies unten. Das sind die von gerade eben. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, gut. Ich sehe schon, hier ist wieder ein Zahnrädchen. Wir werden hier Drohne benötigt. Okay, setzen wir die ein. Aber die kann uns doch jetzt hier nicht die Brücke reparieren, oder? Ach, guckt mal. Die hat die Fracht gescannt. Diese Truhe, die dort im Regal stand.
hat die gescannt. Gehen wir mal wieder runter. Säureschmelzer in Anmarsch. Und ein Giftwerfer schon wieder. Ja, es ist auf jeden Fall hier, erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Da war das auch immer so in den Bergen und so, wo man rein konnte, so verwinkelt. Wir gehen wieder hoch. Hier brauchen wir auch wieder die Drohne. Hoffentlich reicht das von der Haltbarkeit noch. Mir kommt es fast so vor, als wäre die Haltbarkeit in 0, nichts runter. So, die Fracht wurde auch wieder gescannt. Aber wir können sie nicht öffnen. Also ich weiß noch nicht genau, wo der Loot hier hingeht. Von der Drohne, die das Ganze hier abscannt. Oh, hier unten haben wir auf jeden Fall so eine Art Anomalie. Da müssen wir mal schauen, wenn wir jetzt hier runtergehen. Ich vermute, dass wir da mit den Genesis-Waffen rein müssten. Zum Glück habe ich noch ein paar. Was nehmen wir da am besten? Eigentlich wäre der Resonator optimal, weil der vom Schaden her gut unterwegs ist. Aber ich sehe, dass meine Rüstung hier gerade ganz schön leidet. Also nehmt euch unbedingt, Leute, genug Ausrüstung mit, genug Waffen, Essen mit, was auch immer. Auf jeden Fall, dass ihr hier nicht irgendwie nackig rumlaufen müsst, sonst seid ihr hier 0, nichts weg. Und ich weiß auch noch nicht, ob man die Leiche hier im Transportzentrum so einfach wiederbekommt. Safety first. Ich würde sagen, wir nehmen auch noch Verbrauchsmaterialien, nochmal Reanimator und Verbandkasten mit, dass wir hier wirklich gar kein Risiko eingehen müssen. Und wieder runter. Erstmal den Giftwerfer, oder? Na gut, jetzt machen wir erstmal schnell die Aasfresser. Jawohl, ey, wie die mir hier das Leben runterbuchten. Wahnsinn. Der Hund kann hier natürlich auch nicht viel Schaden anrichten. Ja, er ist schon wieder müde. Aber das ist heftig hier, also muss man aufpassen. Na, wird's bald. Ach du lieber Gott. Was soll man zu der Waffe hier sagen? Ist eigentlich Müll. Nehmen wir doch hier den guten alten Gleichmacher. Ja, das ist der Nachteil bei den Genesis-Waffen. Das ist aber schon ewig bekannt. Man wartet da ja auch auf irgendeine Änderung, auf ein Update, wo man die Waffen irgendwie upgraden kann, weil da die Römisch 1 ja auch steht, dass die mehr Stabilität bekommen. Okay, wir bekommen hier Coupons für den Bunker Alpha. Nicht verkehrt. Aber was das angeht, bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob wir hier so einfach vorbeikommen. Und guckt euch das mal an. Hier liegt einfach ein Helikopter, ein abgestürzter. Kommen wir da irgendwie dran vorbei? Ja, wir kommen hier drumrum. Oh, okay. Hier brauchen wir die Rotoren. Die habe ich in der Inbox. Die können wir also reinwerfen. Und auch den Rest habe ich alles da. Das heißt, den Gabelstapler, den können wir definitiv auch zusammenbauen. Genauso wie die Brücke. Das ist cool, dass wir das auf jeden Fall schon machen können. Gummiteile nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch, über diese Säure hier zu laufen. Ich meine, es kann nichts passieren. Gucken wir jetzt erstmal kurz dieses Wrack hier an vom Helikopter. Aber wir würden dort eh nicht weiterkommen. Also wir gehen mal unten lang, durch die Säure. Und die macht nur 15 Schaden. Okay, geht. Dann muss aber jetzt in der Kiste hier ordentlich Loot drin sein. Für die Aktion, die wir hier gerade starten mussten. Gut, eine Schrotflinte. Kann sich sehen lassen. Aber hier wird man auch wieder ein Einbrecher-Skill Level 3 brauchen. Mit Sicherheit für die Kiste, so wie die aussieht. Ja. Also hier nochmal der abgestürzte Helikopter, der so das kleine Highlight hier in diesem Event, in dieser Location ist. Und wir gehen mal hoch und schauen mal, ob hier jetzt noch irgendwas Wichtiges kommt. Wir haben hier noch eine Genesis-Kiste, okay. Okay, doch, der Loot ist soweit. Kann sich sehen lassen. Also es sind seltene Items, die ich aber eigentlich auch nicht benutze. Also der Inhalator, genauso wie diese radioaktive Ampulle dort, benutze ich ja selbst eigentlich auch so gut wie nie. Und da sind wir hier soweit fertig. Okay. Ja, die Drohne scannt hier wieder die Pakete ab. Das muss ich mal noch rausfinden. Wofür die abgescannt werden, wo die Fracht hingepackt wird. Da muss es ja irgendwo eine Kiste geben, die wir
ja, looten können. Naja, ich denke, wir sind hier durch. Suchen wir zwar den Weg wieder raus. Hier geht's raus. Noch ein Fauler. Gabelstapler können wir noch looten. Na, hier kommt noch ein Fauler angerannt. Okay. Ja, ist nicht ohne das Event. Ja, ins VIP-Depot damit und gut ist. In der Mülltonne hier wird kaum was Wichtiges drin sein. Brauchen wir alles nicht. Und hier hinten geht's hier irgendwo noch weiter. Oh. Jetzt haben wir einen Container abgeworfen. Ich habe nicht mehr so viele Waffen. Das könnte. Naja, gut. Wenn es nicht so viele Zombies sind, kriegen wir das mit dem Arsenal noch hin. Ein Glück, die Modifikationen. Oh, hier kommt erstmal ein Zombie noch vorgekrochen. Ein Krabbler und dann. Können wir hier auch wieder nichts machen? Okay. Man sieht, das Auto ist ja irgendwie hier so halb aus dem Container raus. Das muss man wahrscheinlich irgendwie von der anderen Seite machen oder so. Kein Plan. Weiß ich gerade nicht so genau. Das Gelände ist auf jeden Fall sehr groß. Das stelle ich hier schon. Uiuiui. Raus, raus, raus. Was ist das für ein Vieh? Sag mir bitte, dass hier Wall-Trick funktioniert. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bitte, bitte. Ja, wir können dann. In so einer Situation nützt einem der Wandtrick definitiv was, weil man dann neue Waffen ausrüsten kann. Schrotflinte müssten wir ja noch drin haben. So. Dann probieren wir es mal mit dem Wandtrick. Ja, ne, er trifft. Hat er ziemlich viel Leben, das kam sehr unerwartet. Dass der Zombie dort sich in diesem Container versteckt hat. Oh Gott, die Truthähne, die sind lästig. Ich probiere es mal mit dem Gleichmacher. Das könnte vielleicht ein bisschen schneller gehen. Nee, geh weg. Die Truthähne, verdammt nochmal. Gut, er ist tot. Damit haben wir schon mal was erledigt. Ah, der ruft immer wieder neue. Ah, Gleichmacher ist kaputt. Sag mir jetzt nicht, dass der sich heilen geht oder sowas. Wo rennt er hin? Oh, komm, komm. Was ist das für ein Dreckstrutan, ey? Die sind fast schlimmer als die Säureschmelzer. Er ist sich tatsächlich heilen gegangen. Oh, ich hab bald keine. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ey, das ist nicht ohne, Leute! Vor allem 16 Schaden! Ich brauche neue Verband-Dinger, Ausrüstung. Verbrauchsmaterial. Ja, da müssen wir erstmal weg hier, sonst sterben wir hier weg. Rennt er über die ganze Location? So, jetzt müssen wir uns sputen. Jetzt aber. Verbrauchsmaterialien. Das und das. Dann hier Waffe. Genesis. Schnell, schnell, schnell. Gleichmacher. Resonator. Ultimatum. Geht nicht. Inventar ist voll. Ah, Leute. Dann müssen wir es so machen. Schnell, schnell, schnell. Ey, das ist hier echt unter Hochdruck. Hier, Gleichmacher. Schnell, schnell, schnell. Zwei Waffen, die reichen. Abfahrt jetzt, ja. Let's go. Gleichmacher ran, nächsten Gleichmacher. Und jetzt geht hier die Post ab. Komm her! Let's go! Jetzt rennt er zurück hier. Der geht sich wieder heilen, dieser Drecksack. Verdammt nochmal. Der frisst die Truthähne. Und dann spawnen ja auch wieder neue. Ich gehe am Stock. Jetzt frisst die Munition. Oh, nicht die Truthähne schon wieder. Diese verfluchten Truthähne. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Jetzt habe ich dich. Let's go. Und die verfluchten Truthähne gleich mit hier. Was ist das? Terminalkarte. Erhalten Sie Zugang zum Fracht Lieferterminal im Transportzentrum. Ja, hier die Rüstung mal raus aus dem Inventar. Hier, wir brauchen den Platz.
Ey, die Truthähne, Leute, das geht gar nicht. Ja, den holen wir uns noch hier. Bam! Weg damit, mit diesem Viehzeug. Bei mir liegt noch so eine Leiche von irgendjemandem. Der dürfte hier noch gar nicht so lange liegen. Der sieht noch frisch aus. Ah, ich glaube, das reicht nicht. Nee, da müssen wir die Schrotflinte nehmen und kurzen Prozess machen. Eieiei. Das nicht ohne. Wir können hier nicht bleiben. Die Kreaturen aus den Containern machen uns Angst. Zum Glück ist er hier und er hat gesagt, dass wir nach Neu-Eden gehen sollen. Dort soll es paradiesisch sein. Ja, das sagt ja irgendwie jeder. Aber wofür die Karte? Die brauchen wir ja auch noch für irgendwas. Nee, nicht schon wieder. Okay, der ging noch. Der war human. Der Loot? Der sieht aber gut aus soweit, oder? Kupfer nehmen wir mal ins Inventar. Rest ins VIP-Depot. Okay. Aber wofür diese Schlüsselkarte? Die Terminalkarte. Das müssen wir mal noch rausfinden, weil benutzen können wir die ja auch nicht. Zugang zum Frachtlieferterminal im Transportzentrum. Das heißt, hier in der Location muss irgendwo noch eine Art Förderband, nenne ich es jetzt mal, wie wir es aus Bunker Alpha ganz einfach kennen, geben, wo wir diese Karte einlösen können gegen Loot. So meine Vermutung jedenfalls. Also schauen wir doch einfach mal, ob wir hier irgendwas finden. Das ist bestimmt genau von der anderen Seite verschlossen. Das war dieser große Frachtlagerraum. Und kommen wir hier hinten irgendwo lang? Auch nicht. Okay. Ich würde aber jetzt einfach mal sagen, ich hole die Ressourcen, Leute. Zack, zack, wir machen die Brücke ganz, machen das alles hier wieder flott. Und dann, ja, Abfahrt. Dann mal gucken, was hier noch weiter abgeht. Dann kümmern wir uns hier auch um die anderen Zombies einfach mal. Also, kurzer Zwischencut, ich rüste mich neu aus und dann geht's hier an der Stelle gleich weiter. Ja, Freunde, die Brücke ist repariert. Ich bin schon weitergegangen. Runter, da gab es zwei Glasfaser und weiße Farbe, also ein paar Sachen, die man schon gebrauchen kann. Allerdings sitze ich jetzt hier in der Bredouille, denn sobald ich hier runtergehe, sind die ganzen Zombies aus der Polizeistation hier und ich habe, doch jetzt die Möglichkeit, es hat geklappt, mich dran vorbeizuschleichen. Gut zu wissen, dass hier auf jeden Fall Zombies sind, mit die ihr mit den Genesis-Waffen töten müsst. Gut für euch zu wissen, weil ihr natürlich die Waffen in vornherein mitnehmen könnt. Ich musste mal wieder auf die Inbox zurückgreifen. Aber das nützt leider nichts, weil... Jawohl, Leute. Da ist die Anleitung, die wir brauchen. Sehr schön. Ja, weil man den Platz im Inventar braucht und ich halt hier nicht... Leute, was ist denn hier los? Ey, ich kann nicht mal ausreden, schon haben wir hier einen mega geilen Loot. Was ist das hier? Drohnenmodulbauplan. Let's go, öffnen wir das Ding. Protokoll für Gegenschlag. Okay, da können wir auch gleich mal die hier einlösen. Uhu, das sieht geil aus. Granate, das wird sicher irgendwas Explosives werden. Und was haben wir hier? Strom abgeschalten, genau. Brauchen wir für hier hinten, damit wir hier die Kiste looten können. Erst looten, dann kümmern wir uns um den nächsten Schalter, der da ist. Hä, wo ist denn die Kiste? Ach, guck mal. Hier können wir die Baupläne tauschen. Und wir können dann auch mit Sicherheit auch von hinten jetzt immer wieder rein. Hier wird, denke ich mal, frei bleiben. Dass es wie beim Spezialisten im Bunker zugänglich ist. Ah, haha, Säureschmelzer. Gibt's im Transportzentrum viele. Okay, nächste Kiste. Gucken wir rein. Ja, Leute, der Loot, der ist schon exklusiv. Also wirklich, man kriegt hier so geile Sachen. Aber nicht zu vergessen, das ist ja auch ein echt mühseliger Prozess. Allein schon, dass sich das Ganze jetzt hier zurückgesetzt hat und wir allein deswegen schon alle Zombies neu töten mussten, ist ein Rückschlag gewesen. By the way, hier das Terminal. Gucken wir uns gleich an, nachdem wir den Gabelstapler repariert haben. Ich kämpfe mich mal soweit nochmal vor, weil das hatten wir alles schon mal. Und dann bin ich aber auch gespannt, was der auswirft.
So, kleiner Tipp, wenn ihr euch hier in diesem Areal hinter das Lagerregal stellt, so wie ich gerade, trifft euch der Giftwerfer nicht und ihr habt ein bisschen bessere Chancen, diese ganze schwierige Situation hier zu überleben. Das wollte ich euch jetzt nochmal kurz hier zeigen. Also, los geht's zum Gabelstapler. Bauen wir die Kiste mal zusammen hier, den Gabelinski. Abfahrt, Freunde. Abschließen das Ding. Ich hoffe, wir können damit jetzt hier rumfahren. Oder auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich mache irgendetwas. Irgendetwas mache ich hier falsch. Weil die Drohne, die hat die Kisten dort abgescannt. Da war irgendwie schon irgendwie komisch, weil war das Zeug nicht. Oder es kann sein, dass wir das bei der letzten Kiste kriegen. Dass wir jetzt hier, guckt mal, mit der Drohne die Kiste wieder abscannen. Wo ist denn die Drohne? Hier. Also das muss man erstmal rausfinden hier, gibt es ja keine Erklärung. Scan mal die Kiste hier ab. Und, okay, selbsterklärend, die Kiste dient als Überquerungshilfe zur nächsten Kiste, die wir hier abscannen können. Und ich vermute, die Drohne scannt sozusagen den Loot, den wir dann am Ende von diesem Terminal bekommen. Das ist jetzt so das, was ich mir vorstellen kann, was am ehesten auch Sinn ergibt. Ja, weil wo soll der Loot sonst gesammelt werden? Also müssen wir auch nochmal die anderen Container abscannen, weil sich das Ganze hier ja mystischerweise zurückgesetzt hat. Müssen hier also auch wieder runter. Und hier auf der anderen Seite wieder hoch. Also Leute, wirklich, es super geiles Update, keine Frage, aber es hat auch seine, ja, Diskrepanzen hier, wo man wirklich geduldig sein muss. Und die Fracht wurde ja schon abgescannt. So, dann gucken wir uns jetzt aber auch den Loot mal an hier, wofür wir jetzt eigentlich hier die ganze Zeit geschuftet haben. Weil das ist ja jetzt doch hier schon ein ganz schöner Prozess gewesen. Den Automaten könnten wir jetzt, glaube ich, auch nochmal öffnen. Ach komm, gucken wir nochmal rein, ob das gleiche hier drin ist. Ja, so in etwa. Und können hier jetzt das Terminal öffnen, Leute. Let's go! Ist offen, die Kiste? Was ist das hier? Frachtterminal, mögliche Belohnung. Jetzt muss ich aufpassen, was ich hier anfasse. Nicht, dass wir irgendwie übelst schlechten Loot kriegen. Okay. Okay. Ja, na das sind schon... Also entweder das oder das. Aber ich würde sagen, wir nehmen das hier. Weil wir müssen ja schließlich den einen Turm noch zusammenbauen. Und da brauchen wir mindestens den Kupferdraht. Drücken wir mal auf Entladen. Drupp. Abgeworfen. Gucken wir rein. Oh, bitte. Bitte, 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 Kupferdraht. Alter, Leute, was ist das für ein Loot? Junge. Nicht schlecht. Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt hier transportieren sollen. Passt ja gar nicht alles ins Inventar. Doch, hat gepasst. Geil. Also... Schwer, Transportzentrum, als kleines Resümee, schwere Location, keine Frage. Loot aber auch dafür ziemlich geil. Also nicht irgendwie ein Flop, wie ein Bunker Bravo oder so, sondern die Investitionen zahlen sich aus. So, das zum Transportzentrum. Machen wir jetzt noch den goldenen Abschluss und schauen, ob wir die Werkbank, die wir jetzt hier freigeschalten haben, auch... Nee, können wir noch nicht zusammenbauen. Okay, das muss ich dann also demnächst mal in Angriff nehmen. Also würde ich sagen, dass wir uns da auf jeden Fall im nächsten Livestream oder Video sehen, wenn wir die Drohne bombenfest modifizieren. Oder Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Viel Erfolg bei eurer Drohne, bei eurem Run im Transportzentrum. Und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Mal sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.